Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Death Stranding. Wir müssen jetzt dieses gerade Stundenglas zu dieser einen Dame dahin bringen. Und das Tolle ist, ich darf LTO oder RT die ganze Zeit gedrückt halten. Das ist voll super. Die Route habe ich mir schon mal gemacht. Den Mauscursor mache ich mal kurz weg. So. Und dann gehen wir mal los. Oh, geil. Kann ja wirklich schnell laufen. Okay, das ist schon irgendwie cool. Ja, ja, natürlich. Regen, wie immer. Oh, komm, lauf. Und da meine Lieblingsanimation. Das ist immer so dramatisch. Oh, wo sind sie denn? Sehe ich sie? Ich kann doch natürlich einfach nach da oben gehen, oder? Ne, da vorne ist auch jemand. Weißt du was? Dann werden wir dich einfach mal umlaufen. So, komm, da nach oben. Folgen wir halt nicht dem Fahrrad. Ah, ab und zu ist es dann schon ein bisschen nervig mit dem Regen. Wo ist jetzt er? Okay. Wir müssen da so schräg gehen. Also in diese Richtung. Okay, er hat sich wieder beruhigt. Links von mir. Und jetzt vor mir. Wo ist er? Da. Dann gehen wir da lang. Der Geschwindigkeitsboost bringt mal so einfach gar nichts. Wo? Okay, weißt was? Treffe ich dich? Probieren wir es mal. Okay. Komm, stirb. Okay, sehr gut. Ah, shit. So, wo ist der nächste? Mal kurz schauen. Ach, da hinten. Ja, okay. Du müsstest echt mal ausprobieren, da im Regen zu warten. Scheiße. Davon werde ich dich mal töten, leider. Wie hier so? Yes. Alles gut. Kann er mal einsammeln? Oh, cool. Kristalle. So, links hinten. Kann mal egal sein. So, da ist meine Markierung. Wo ist er?
Ah, ich sehe ihn nicht. Wir gehen einfach nicht in die Richtung. Und du schaffst es. Ich glaube... Oh, geht's jetzt auf die andere Seite runter. Kommst du da runter, ohne dass du hinfällst? Ehrlich? Ah, Gott sei Dank. So, dann lauf mal. Jetzt, wo wir keine Gefahr mehr haben. Ja, ich glaube, in diesen See sollten wir nicht reingehen. Der könnte etwas tiefer sein. Oh, Kristalle. Den nehmen wir mit. Na bitte. So, mach's wieder weg. Ah, da hinten ist es ja. Gleich ist der Akku leer. Komm, bis da oben schafft das noch. Nice. Und ist auch fertig. Also wenn sie das jetzt wirklich ist, ne? Also die beiden sind einfach nicht wirklich weit entfernt. Da hätte sie auch mal zu ihm wieder zurückgehen können. So, also. Ich hätte da mal was. So, liefern. Ist da. Bist du bei Fragile Express? Nein, du bist ein Bridges-Bote, oder? Ja, so ein bisschen beides. Ich erwarte gar nichts. Ist doch nichts Gefährliches, oder? Oh mein Gott, dass ich die noch mal wiedersehe. Lass sie mich mal ansehen. Oh, unglaublich. Nicht ein einziger Kratzer. Ich kann dir nicht genug danken. Das ist alles, was du da... Wow. Okay. Ja, weiter, 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 weiter. Danke. Also, bin ich jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden? Fantastisch. Ich bin froh, zu den OCR zu gehören. Nice. Wieder im Bereich. Alter, das ist mit der Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ob ich die da wirklich anlasse. Ich würde ja schon gern seine Augen sehen. Gleich freigeschalten. Nice. Was? Anti-GD-Handfeuerwaffe? Was? Kann ich jetzt abknallen? Ach, wie schön. Jetzt sind die ganzen Warnungen da. Okay. Du kommst wieder vorbei, oder? Ja, ja. Wie war das jetzt nochmal mit wieder zurückbringen? Was? Kein Hologramm? Nimm mich mit. Bitte. Ich muss ihn nochmal sehen. Ich habe das hier für ihn gemacht. Als die Terroristen angriffen, sind meine Mutter und ich gerade so mit unserem Leben davongekommen. Danach wollte ich ihn finden. Wirklich. Nur, wonach hätte ich suchen sollen?
Doch, deshalb gab ich nicht auf. Meine Mutter mochte ihn nie. Das hat sie mir deutlich gezeigt. Aber ich dachte nicht, dass sie dafür sogar lügen würde. Als sie sagte, er sei tot, glaubte ich ihr. Bis ich diese Nachricht hörte. Er ist es. Er ist es wirklich. Ich hätte niemals aufgeben dürfen. Tief drin wusste ich, dass er irgendwo dort draußen ist. Doch ich konnte meine Mutter nicht allein lassen. Also versuchte ich, mich damit abzufinden. Aber es ging nicht. Ich konnte es einfach nicht und ich hing in der Vergangenheit fest. Unabänderlich. Bring mich zu ihm. Ich flehe dich an. Ich bin bereit. Sofort, wenn du willst. Sag, dass du mich mitnimmst. Also, warum sagst du jetzt nicht ja? Ich meine, sie braucht halt so einen geilen Anzug. Wegen dem Regen und so. Echt? Das war's? Oder muss ich das wieder als separaten Auftrag annehmen? Aufträge annehmen. Oh, mit Bot. Ja, mach mal. So. Setze autonomen Lieferbot ein. Ich liebe diese Dinger, die sind geil. Okay, Terminal aktivieren, Material nehmen, Ausrüstung herstellen. So, Aufträge annehmen, Aufträge für Sam. Transporte ran, Künstlerin, Schrotthändler. Das ist einmal Lieferung ins Fokus, konservierte wasserliche Ressourcen. Fogwarnung. Ja, okay, wir machen mal beides. Ich muss da hinten eh auch wieder zurück. Moment. Hä? Ich kann nur einen machen? Ja gut, machen wir das mal mit ihr. So, verschießt Transfusionskugeln, die mit Sams Blut gefüllt sind. Mit 16. Damit kannst du okay. PDs, denen du begegnest, zusetzen. Die Waffe zapft dir oder einem mitgeführten Beutel Blut ab und befüllt damit ihre Magazine. Je länger du den Abzug drückst, desto mehr Blut wird in die nächste Patrone geladen. Oha. Zapfst du dir mehr Blut ab, wird auch das getroffene GD mehr Schaden nehmen. Aber saug dich nicht aus Versehen leer, okay? Okay. So, okay. Gesamt im Besitz 01. Ja, da hätte ich gern eine davon. Brauche ich eigentlich nix. Ja, passt eigentlich. Wie du weißt, wirst du zur Abwechslung mal einen lebenden Menschen transportieren. Nee, nicht im Ernst, oder? Es versteht sich von selbst, dass Stürze oder schwere Stöße dieser Person Verletzungen zufügen können. Also sei achtsam. Diesmal mehr denn je. Die ist ernsthaft... Nee, nicht im Ernst. Okay. Rucksack Frachtgrenze erreicht. Alles umladen.
Okay, warte mal, wir haben doch unseren nicht mitgeführt. Kannst du auf den Schweber? Auf Schweber. Behälter Reparatur auf Schweber. Leiter können wir eigentlich im privaten Spind mal reintun, weil das braucht man eh nicht. Das auch. Okay, und das da hätte ich aber gern einen Anzug befestigen. Rechte Schulter, keine Ahnung. Das da. Anzug, Hüfte, Blutgranate, Anzug, linke Hüfte. Hallo? Werkzeughalterung hängen. Das wäre alles ersetzen. Ja, dann halt auf den Schweber, mein Gott. Und das da kommt. Warte, spinnt. Jetzt nochmal kurz Automatik machen lassen. Warte, spinnt dreimal. Ja, wird das schon passen. Aufbrechen, ja. Alter. Musst du dich jetzt da live eintüten? Okay, wir sagen einfach gar nichts. Ist auch cool. Ich halte das Stundenglas. Es soll nicht zerbrechen. Ich komme damit nicht klar. Also. Oh, was zum... Oh, okay. Kann man machen. Oh, geil, Aufladestation. Bitte einmal aufladen. Da unten ist ein Depot. Kann ich mir meine Fahrzeuge holen? Bitte dranbleiben. Ja, mega praktisch. Danke, liebe andere Spieler. Nähe, denke ich. Ja, es ist auch wirklich nicht weit weg. Kleine. Such nach dem Teer, wo er brodelt und sich verteilt. Wow, 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 wow. Yeah. Ach, scheiße, da kann ich ja wieder... Muss ich die Sachen vom Schweber wegnehmen? Warten, Raum betreten. Warte mal, wo ist denn das Menü mit den Fahrzeugen? Bin ich jetzt doof? Ist doch eine Garage hier. Oder geht es nicht, weil sie drauf ist? Ah, ne, jetzt ist das Ding da wieder da. Terminal aktivieren. Garage. Freewheeler. Fahrzeug herausholen. Bestätigen. Boy. Nice. Und jetzt müssen wir nur noch den Schweber und so weiter loswerden. Material nehmen, recyceln, Gemeinschaftsgang, privater Spind. So. Das da, privater Spind. Das da, privater Spind. So, und den Schweber an sich. Nicht Mikrolastenschweber. Privater Spind. Gut, dann hätten wir das. Da sind wir jetzt solo unterwegs. Bitte sag mir, dass ich dich nutzen kann. Alter. Wie geil. Okay, tschüss.
Nice. Okay, dann fahren wir mal wieder retour. Ah, verdammt. Komplett ID-Strike. Oh, Wachturm. Und da ist der Regen. Ja, ja, komm. Mach wieder deinen geilen Effekt. Komm, lass mich fahren. Ach ja, liebe Dame, es könnte sein, dass jetzt gleich komische Dinge passieren. Nur so zur Info. Ja, ja, regt euch mal ab. Alter, die Kamera, kann die nicht einmal normal bleiben? Okay, wir haben es geschafft. So. Also, wir werden dann mal da. Also, warte mal. Dann lassen wir jetzt noch ein paar Likes da. Danke für die Hilfe. So, moin. Liefern. Fracht. Hätten da jemanden. Kommt der jetzt auch raus? Oh, Tatsache. Bist du verletzt? Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Dummerchen. Ich dachte, du wärst tot. Mutter sagte das von dir. Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an wie ein Schlusspunkt. Wie dich zu vergessen. Naja. Jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam. Du und ich. Wenn du bereit bist. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ich bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf. Werde ich. Ich will. Ja. Und noch etwas. Was? Vergib meiner Mutter, bitte. Sag ihr, dass wir das hier wollen. Hilf ihr, es zu verstehen und zu akzeptieren. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie. Okay. Dinge gerade biegen kann ich. Okay, mit dem Heiraten habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
Yeah, neuer Song. So, da, weiter geht's. Sorry, dass ich so ein Arsch war. Ich hab dich und Fragile schlecht behandelt. Ich werde mit meiner Kleinen ganz neu anfangen. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Wenn etwas repariert werden muss, kommt zu mir. Die UCA kann auf mich zählen. Ich werde mich dran gewöhnen müssen, aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Netzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Wir werden dich nie vergessen. Danke. Wow. 200 Likes. ja, dann. Wow. Gut, dann hätten wir das erledigt. Einmal connecten, bitte. Gut, hätte man das auch mal gemacht. Ja, dann fehlen da noch so drei Gebiete. Plus, minus. Okay. Neuer Strang. Geschwindigkeitsskelett. Okay, in verschiedenen Fassungen. Schockbombe, okay. So, da sind die ganzen GDs eingezeichnet. Ja, die haben wir schon kennengelernt. Sam, die ganze Region ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Auf zum nächsten Gebiet. Um South Nord City einzubinden, musst du eine Lieferung von Lake Nord City ausmachen. Ha? Ich kann nicht ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung, Medikamente, organische Verbindungen, dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken, nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South Nord nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake Nord erübrigen kann. Geh hin und nimm den Auftrag an. Übrigens, manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Ja, ja, das ist klar. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Schrotthändler rein. Ja, und das ein gemeinsamer war... Auftrag von ihm und der chiralen Künstlerin. Ja, ja. Ich denke, es wäre am besten... Ja, 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 ja. Vorsicht, Sam. Das chirale Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen deuten auf schweren Zeitregen im Gebiet hin. Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Also, du meinst noch schlimmer als mit das, was wir bis jetzt schon so gesehen haben? Aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay? Ich weiß ja nicht. Ich hab da eigentlich nicht so einen großen Bock, da reinzugehen. So. Aufträge für Sam, Prototypenlieferverzeihung. Okay, da müssen wir ja eh hin. Auswählen. Gut. Nee, ich brauche eigentlich schon nichts. Passt eigentlich alles. Alles umladen. Einmal automatisch. 1, 2. Okay. Irgendwas, was da bleibt? Nee. Aufbrechen. Los geht's. Auftrag zugewiesen. Ah, cool. Man kann eine Route planen. Haben wir hier Brücken und so weiter? Was bist du? Online-Chirasse-Brücke. Gehen wir da mal hin. Wo ist die andere Brücke? Da noch eine Brücke. Da. Okay, und dann da. Ich glaube,
Ich mache das Ganze nochmal neu. Wir werden hier da so gehen. Dann auf die Brücke. Da glaube ich, konnte man ja einfach so fahren. Und die Brücke da. Und dann da. Cool. Ja, ich glaube, das wäre der Plan. Bringen wir das Fahrzeug wieder zurück. So, Fahrzeug benutzen. Habe ich. Leite irgendwo da runter. Nice. Passt. Hä? Ist die Brücke noch gar nicht fertig? Oh, Moment. Kann ich da rauffahren? Okay, kann ich. Das ist mal was Neues. So, wir machen mal einen Abflug. Kein Bock auf euch. Schnell weg hier. Geil. Und wir haben es geschafft. Geil, 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 geil. Einmal schön hier rein. Lol. So, dann können wir den aktivieren. Liefern. Angeforderte Fracht. So, bitteschön. Ja, eigentlich nicht. Ich hoffe, der Fracht geht so gut wie dir. Sehr schön, sehr schön. Ich schätze, du warst der Richtige für den Job. Ja, danke. Eins aus Swiss Quality Service. Oh, komm. Was? Rucksackanpassung? Ja, nee, glaube ich nicht. Okay, Klasse 30. Nett. Das sind also seine Sachen. Motor und Tasche. Die sind anders als unser normales Zeug. Neue Tüten, wie du gehört hast. Dass ein Schrotthändler das gebaut hat. Hab schon gehört, er sei ein Profi. Aber trotzdem, echt beeindruckend. Ich melde mich beim HQ und setze mich an die Bewertung. Gut, gut. Ich denke mal, wir sollten uns mal aus... Oh, sieh schon wieder. Die Leute vom Verteilerzentrum haben gerade die Testergebnisse zu den Prototypen geschickt, die du geliefert hast. Haben wohl beide für Furore gesorgt. Vor allem der Motor war beeindruckend. Sie konnten nicht fassen, dass er aus Schrott besteht. Man kann ihn problemlos in einen modifizierten Truck einbauen. Der Schrotthändler trat den UCA bei. Der Motor wurde zur Liste herstellbarer Vorräte hinzugefügt. Auch über die Tasche hatten sie Gutes zu berichten. Der Vertrag ist bereits geschlossen und du findest die Tasche in deinem privaten Raum. Willst du deinen Rucksack anpassen, musst du sowieso dort vorbeischauen. Nee, will ich eigentlich nicht. Ich hoffe, dass du weißt, was du den beiden verdankst und dass du die neue Ausrüstung testest. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du... Okay, Aufträge annehmen, Aufträge für mich. An Lake Knot City beschaffen. Haftwaffen. Lieferung von Nähzeug. Will ich da jetzt echt die Waffen da besorgen? Eigentlich nicht. Okay. Aufträge. Wir haben jetzt noch den Fracht. Ne, Moment. Halt. Falsch. Aufträge. Baustütze automatisch. Also ich muss das ja von Lake Knot City.
Okay, wir gehen mal ins Quartierareal, beziehungsweise ich werde mal das hier einlagern. So, hier stehen bleiben. Privaten Raum, Fahrzeuge. Nein. Privaten Raum betreten. Deine Arbeit wird. Tja, das fährt einfach mit, alles klar. So, überspringen, das können wir. Geil, das ist wieder voll, Blutvolumen wieder hergestellt, Feldflasche wieder aufgefüllt, Bibi beruhigt. Sehr gut. Sam, weißt du eigentlich, dass du in deinem privaten Raum deinen Rucksack anpassen kannst? Ja, das hast du mir schon gesagt. Nein, will ich nicht. So, ich will jetzt erstmal Toilette benutzen. Wird man da wieder unser Stuff kriegen. So, überspringen. Cool. Dann nochmal duschen. Machen wir das auch mal. Sehr gut. So, und dann glaube ich, mache ich mal so einen Fragile-Sprung. Und zwar nach Lake Knot City. Ja, möchte ich. Bereit für den Sprung? Ich weiß nicht. Also, das Einzige, was du mitnehmen kannst, bist du selbst. Und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die dir viel bedeuten. Okay, schließ deine Augen. Stell dir das Ziel vor. Halt das Bild fest. Okay. Ich dachte, man sieht da ein bisschen mehr, wenn man diesen Sprung macht. Erstmal laden. Ist interessant, dass er da jetzt länger braucht. Ich hätte jetzt mal vermutet, das ist jetzt von privaten Raum zu privaten Raum. Ja, ist es auch so. Ja, ich brauch das gar nicht probieren. Ich schließe die E-Mails nicht. Okay, Privatraum verlassen. Dann schauen wir mal, was wir da jetzt so Schönes liefern müssen. Gut. Oh, da ist ein Truck. Den muss ich da noch stehen lassen? Mutig, ne? Terminal aktivieren. Die Leute in South North City haben wegen der Terrorangriffe in letzter Zeit viel durchgemacht. Auch Versorgungsgüter erreichen sie jetzt nur unregelmäßig. Es hungert niemand, noch nicht. Aber in der Stadt breitet sich Unbehagen aus. Du musst ihnen so viel Nahrung, Oxytocin und andere Grundversorgungsgüter wie möglich bringen. Außerdem lieferst du Samen, Regenwurm- und Insektenproteinpaste, organische Chemikalien und mit deinem Blut versehene Anti-GD-Waffen. Nichts davon kann man via chiralem Drucker senden. Das wird die Einwohner daran erinnern, dass sie mit dem Rest des Landes verbunden sind. Es wird ihnen Hoffnung geben. Und wenn du sie ans chirale Netzwerk anschließen kannst, ist das umso besser. Aber trotzdem lässt mir etwas keine Ruhe. Was denn? Fragile war vor kurzem hier und sagte, der Strand sei irgendwie instabil, weshalb sie Probleme habe zu springen. Bis Ruhe einkehrt, wird sie dich nicht unterstützen können. Fragile ist im Verteilerzentrum südlich von Lake North City, falls du mehr wissen willst. Ich habe dir ihren Standort auf der Karte markiert. Sieh dir das mal an. Da war ich gerade. Übrigens scheint die chirale Dichte überall zu steigen. Wir untersuchen gerade, wie das die Funktionalität der Cupids beeinflusst. Aber du musst dir darum keine Sorgen machen. Mach weiter das, was du am besten kannst, ja? Klar. Keine Sorgen machen.
Okay, Aufträge annehmen. Bootauftrag. Eine oder mehrere Bootsabnehmer abgeschlossen sind wieder verfügbar. Alles klar. Ja, ja, passt. Okay. Das bringt irgendwie am meisten Likes. Ja, dann mach mal. So, gut. Weg geht's. Und für uns? Aufträge für Sam, Straßenerneuerung? Nee, Lieferung von Notrationen, Saufner City 43 Ki. Alter, das ist ganz da unten. Bergung von Muse gestohlene Chip. Ja, machen wir das mal. Auswählen. Fertig. Okay, wir können jetzt den Truck basteln, aber wir haben ja gerade einen da stehen. Brauche ich also... Ja, nein, nein. Ich will jetzt keinen Text dazu haben. Okay. Braucht da auch nichts. Blutbeutel, Behälterreparatur. Nee. Waffen. Braucht man auch nicht. Ja, gut, bestätigen. Fahrzeuge braucht auch nichts. Steht ja was da. Alles umladen. Notration ausgerüstet. Botenstiefel. Ich muss noch meinen privaten Spind mal reingucken, weil sonst haben wir jetzt irgendwie gar nichts mehr mit. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Hä? Auftrag warum? Kann nicht bearbeitet werden. Bitte warten, bis das Problem behoben wurde. Oh, hi, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Tut mir leid, das System scheint irgendwie zu spinnen. Eins der Pakete wurde nicht korrekt abgewickelt und fehlt in dem Auftrag. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Irgendjemand hat es doppelt etikettiert und es war nicht klar, ob es für Fragile Express oder Bridges war. Naja, sorry wegen der Störung und Vorsicht. Fragile heißt ja zerbrechlich. Okay. Das ist doch bestimmt so ein Fischi-Paket. Da würde ich mal reinschauen, was drin ist. Keine Wasserstoffbombe. Ernsthaft? Ernsthaft? Eine kleine Atombombe. Ihr Zeitzünder wird aktiviert, sobald Sam von der Bombe getrennt wird und sie explodiert, wenn der Zähler 0 erreicht. Oder wenn sie nach South North City hineingelangt. Jetzt muss ich das ansehen. What? Geil. Okay, wir können ja ein bisschen was mitnehmen. Terminal aktivieren. Privates Zeugs. Gemeinschaftskosten. Privater Spind. Auf den Rücken tragen. Ex-Granate. Einen Anzug befestigen. Anzug befestigen. So. Blutbeutel nehmen wir auch mit. Und Furztasche verstauen. Auf dem Rücken, am Anzug. Okay. Bestätigen. Privater Raum, Gemeinschaftskasten. Was haben wir hier noch so drin? Fracht nehmen. Noch eine Fracht. Blutgranate, Behälter, Reparatursprit, Leiter. Warte mal, verlorene Fracht, Werkzeug. Ich hätte gern mehr Granaten. Kann ich die herstellen? Ausrüstung herstellen. Blutgranate. 4. Oder machen wir 5? Naja, 4.
Gibt's da irgendwas? Ne, ich glaub, das passt. Was? Nee, passt so. Also, es soll jetzt heißen, das darf jetzt hier nicht getrennt werden. Steht das jetzt im Auftrag auch drin, dass ich jetzt hier Aufträge, Notation, Bau, darf das halt da hier nicht rein. Also, was stand jetzt da nochmal? Notration, Ex-Granate, Notration, eine Wasserstoffbombe. Ich werde mir sobald 10 von der Bombe gedendet und jetzt wieder aus. Fredschild muss sich das ansehen. Vorherige Besitzer Fredschild und vier andere. Okay, und Fredschild ist aber markiert, wo sie ist, oder? Hier, ne? Fredschild-Sprung nicht verfügbar. Fredschild ist da. Okay, dann fahren wir da mal hin. Wir fahren da wieder der Straße entlang. Und dann nach unten. Aber wisst ihr was? Das Ganze machen wir in der nächsten Episode. Aber voll cool, dass wir da eine kleine Atombombe da bei uns mit dabei haben. Voll super. Hätte ich jetzt nicht angenommen. Das war ja so überhaupt nicht offensichtlich, dass das Fische ist. Ah, da wollen sie wieder die nächste Stadt sprengen. Naja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Über das aber ein Abo und dann weiterhin eine gute Reise bei der Wanderung. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.